Und damit herzlich willkommen zurück nach unserer... Ich bin so froh, dass du in unser kleines Tal gekommen bist. Nach unserer Expedition mit viel Action. Wir gucken uns einfach mal an, was die Stufe 2 uns bringen würde. Da bist du ja. Du bist recht cool. Die Ficker haben wir erwischt. Steep Curve. Okay, zurück auf normal. Eins musst du über die Highwaymen wissen. Wenn sie verjagt wurden, kommen sie immer stärker wieder zurück. Ich hab's gesehen. Also, wenn du einen Ort nochmal ausrauben willst, können wir das machen. Aber sie werden alles tun, um es uns schwerer zu machen. Oder wir gehen zu einem neuen Ort. Check das. Die Highwaymen kontrollieren die einzige Brücke, die im Südwesten noch über die Canyons führt. Sie warten darauf, dass Leute die Brücke überqueren und dann BAM! Es gibt einen Hinterhalt und sie nehmen ihnen alles ab. In Quebec nennen wir das Verfouré. Richtige Kotzbrocken-Scheiße. Also, willst du den Plan hören? Es gibt keinen verschissenen Plan, okay? Wir nehmen sie aus, wie sie andere ausnehmen und das war's. Merci, bonsoir, Osti. Also, sag an, zurück zu dem Kriegsschiff? Oder sollen du, ich und La Grosse Patate zu Navajo Bridge? Laquelle tu veux? Das werden wir gleich sehen. Schlimme Sache, das mit dem Zug, hm? Navajo Bridge Expedition. Wir schauen uns das mal an kurz, was es dafür denn gibt. Auch Stufe 1 gibt es wieder 300 Titan und so weiter und so fort. Aber ich denke mir, wir machen diesmal keine Expedition, sondern wir schauen uns weiter die schöne, weite Welt an, damit wir da auch ein Stück weiterkommen. Sag einfach Bescheid, wenn du abfliegen willst. Was willst du eigentlich? Red mit dem Typen da. Bonjour, Monsieur Cadoré. Ich hab da meine Frage. So, da gibt es wieder eine Mission für uns. Jetzt haben dich die Zwillinge keine Ahnung, ob du schon Nana getroffen hast. Sie ist ungefähr 1000 Jahre alt, aber sie schießt einem Moskito den Pimmel weg. Wenn sie dich mag, unterstützt sie dich vielleicht. Nana. So, wir müssen jetzt aber erstmal unsere nette Dame wiederbeleben. Es tut mir sehr, sehr leid, Kamina. Aber ich musste sie zurücklassen. Und die nehmen wir natürlich wieder mit. Wenn du meinst. Roger, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt gucken wir hier auf die Karte. Hier unten gibt es tatsächlich noch was. Da würde ich gerne mal hinfahren. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal ein Auto, was wir jetzt hier... Okay, das können wir nicht. Wir gehen jetzt mal hier raus. Und nehmen uns einfach mal ein Auto, weil wir können ja jetzt Stufe 2 Fahrzeuge wählen. Landfahrzeuge. Stufe 2. Ritterseitenwagen. Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Und hier können wir die Fahrzeuge jetzt kaufen. Ich glaube, ich brauche sowas wie ein LKW. Oh. Der Velocitraktor. Nicht sehr schnell, aber ziemlich, ziemlich kräftig, nehme ich an. Aber ich glaube, ich nehme den LKW. Einfach alles umholzen, was geht. Den bauen wir uns jetzt. Und werden diesen liefern. Oh, Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ich kann nicht glauben, dass mein Namensvorschlag nicht genommen wurde. Nur, dass ich hier drin noch weniger sehe als in diesem. Da stand auch ein Auto. Ich glaube, es war von der Kamina die Bude. Aber wir fahren jetzt schön hier runter. Was gibt's hier? Ein Bootshop. Ein Bootshop gibt es hier. Aber wir wollen mal von hier die Blumen sammeln, weil so oft wie mir die Kamina hier wegkrepelt, muss ich doch auch meine Pflanzen irgendwo haben. Schauen wir doch mal, was wir hier machen können. Wir können Boote herstellen, aber die gibt es erst für Stufe 3. Und da gibt es nur so ein Schlauchboot. Ein Rip heißen die, glaube ich. Ein Ripboot. Und hier können wir ein Schlauchboot und ein Jetski herstellen. Würde ich jetzt nicht machen, weil wofür? Die Highwaymen kamen einfach her und haben alles übernommen. Ich weiß nicht, wie man sich so lange wehren kann. Aber da sind Federn. Wunderbar.
Angler. Wir nehmen jede Hilfe, die wir kriegen. Das ist wirklich wie Gletscherwasser hier. Das ist entweder Gletscherwasser oder wasserreinigende Chemikalien. Jo, da haben wir noch die Komponenten. Und jetzt schauen wir mal, wo wir als nächstes hinfahren. Wir können. Was machen wir als nächstes, Leute? Ich würde sagen, wir fahren hier hin und dann gehen wir hier zu Pastor Jerome. Ne? Der böse Pastor. So, wir fahren hier aber am Wasser lang. Einfach um die Kulisse etwas zu genießen. Okay, ich bin dabei. Also lässt sich sehr, sehr geil fahren eigentlich. Was war das? Ach, ein Stein. Ein Stein. Oh, da gibt es eine Schatzsuche. Guten Tag. Angeblich hat Nadine sich auf einem Schrottplatz eingeschlossen und ist erst durchgedreht und dann verschwunden. Hat Comics gehortet, wie ein Messi. Vielleicht hat sie ein paar Vorräte zurückgelassen, die nützlich für dich sein könnten. Die gibt's auch überall, die Dame, oder? Jetzt mal ohne Mist. Also, die ist überall. Da hätte sich Ubisoft ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt hier davor und fahren dahin und dann weiter zu Pastor Jerome. Wow! Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Könnte sein, dass du mich mal zu dem Sound abgehen siehst. Nur so als Warnung. Das hat schon geknackt. Nee, dafür brauche ich mehr Bums in den Waffen. Also. Auch Mädchen, du stehst immer im Weg. Immer. Ja, was machst du denn auch da? Steig doch einfach ein. Eine Vorratslieferung entdeckt. Mein Dad hat mir einiges beigebracht. Ja, komm, komm. Oh, da kommt was Gutes, da kommt was Gutes. Die Ethanol-Lieferung will ich jetzt haben. Auch Gegner. Okay, aussteigen. Oh, der hat einen Schroti. Sie, besser gesagt. Au. Ah, da ist eine Vorratslieferung. Okay, jetzt haben wir hier oben einmal diesen halb brennenden Tank. Wagen. Oh. Wo? Wo? So, das plündern wir jetzt. So. Schneller, schneller. Das kommt mir vor wie so ein bisschen, naja. Wie so ein Battle Royale Drop Gedöns. Früher oder später brauchen wir das. So, ist jetzt der Wagen noch hier?
Nein, der ist natürlich despawned. Er ist natürlich despawned, weil ich 5 Meter weglaufe. Ich liebe es. So, das ist schon gewesen. Die fahren jetzt nur hier drüber. Aber hey, wir haben es mal geschafft, so einen Wagen zu stoppen. Wir hätten den ja sowieso dann mal wegfahren müssen, denke ich. Alles klar, gehen wir. Auch die Fahrzeuge hier oben sind alle despawned. Das sind die Wegweiser. Hier geht die Party. Hier geht richtig die Party. Ray und Daughter Aviation. Leider nicht mehr viel Muni. Aber hier kriege ich wieder ein bisschen schwerere Munition, glaube ich, weil er hat nämlich Gewehr, Kupfer, Lösemittel, okay. Hier gibt es noch einen Scharfschütze, da gibt es mir auch ein bisschen Kaliber 50 Munition. Was hast du schönes? Pistole. Gut, dann können wir erstmal wieder mit der Pistole spielen. Oh, was haben wir hier Schönes? Nichts, okay. Gucken wir uns mal hier ganz kurz ein bisschen um, bevor es dann zu Pastor Jerome geht. Ein bisschen predigen. Ein bisschen beichten. Ich darf nicht. Noch nicht. Ganz viele böse Sachen getan. Ich habe einen Hirsch umgefahren. So, sind wir hier auf dem Ausguck? Hier liegt nichts. Aber wir können darüber. Ich habe ganz vergessen, was man hier eigentlich finden muss. Aber wir gehen jetzt hier rein. Nein, rein da. Rein. Gut. Gut. Oder was zum Lesen? Highwayman-Notiz. Was für ein Glück, dass wir dieses Grundstück gefunden haben. Viel Platz für die Käfige und ein schöner, offener Bereich für die Umerziehung. Alle Häschen, die Probleme machen, werden sich erst neu überlegen, wenn sie sehen, was hier vor sich geht. Ich besorge dir die nötige Ausrüstung, trommle du genügend Leute zusammen, damit wir aufbauen können, sobald ich zurück bin. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Uiuiui, es ist... Also, mehrere Möglichkeiten. Hier lebt ein Hund. Hier war eine Schwangerschaft. Also eine Geburt. Ich weiß es nicht. Oh, nehmen. Sah so unspektakulär aus. Wir machen jetzt hier den Safe, was muss da auf? Bestimmt wieder Titan drin. Also ich wette, da ist Titan drin. Da ist Titan drin. So, hier kann man hochklettern. Jetzt haben wir hier hinten noch was Schönes. Also wir brauchen diese Komponenten, aber diese Komponenten sind eigentlich gar nicht so... Ich würde alles geben für eine einzige Erinnerung daran, wie das wohl mal war. Ah, hier gibt es noch ein Abteil hinten. Im Backoffice. Ein Bett ohne Matratze. Aber wir brauchen noch zwei Sachen. Hier oben können wir nochmal gucken. Gibt's hier Komponenten? Wie wunderschön und gleichzeitig furchtbar es ist, hierher zu kommen. Wirklich, je nach Tagesform. Das ist bestimmt ein Freund, oder? Also er sieht freundlich aus. Freund? Freund.
da ist noch ein Häuschen. Da gibt es bestimmt die anderen zwei Komponenten. Und noch ein Brief. Bitte lesen. Carmina, sei zurück, bevor es dunkel ist. Und fang nicht wieder an, mit mir darüber zu diskutieren. Die Highwaymen haben Falls End eingenommen. Sie sind überall. Du musst vorsichtig sein. Bitte, ich kann dich nicht auch noch verlieren. Mom. Ja, die Carmina ist hier. Die ist schon ein paar Mal gestorben, werte Dame, Mom. Aber ich habe sie freundlicherweise wiederbelebt. Ja, mit ein bisschen Zistanche und ein bisschen Yucca und ein bisschen Klebeband und ja. Carminas Tagebuch. Mom lässt sich immer noch alle möglichen Ausreden einfallen, um mich zu Hause zu halten. Sie meint, sie wüsste, warum ich das hasse, aber sie hat keine Ahnung. Ich kann nicht für ihre Sicherheit sorgen, wenn ich hier festsitze. Ich kann auf mich aufpassen, auf uns beide. Und das muss ich auch, nach dem, was mit Dad passiert ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Highwaymen auch nach uns suchen. Ja, den haben wir wahrscheinlich schon gefunden. Bautz. Carmina hatte einfach ein bisschen Titan im Safe. Also habe ich auch. Ja. Und Kohlefaser. Einmal Kohlefaser für Zigaretten drehen und einmal Titan. Was Schönes. Aber nichtsdestotrotz fehlen mir immer noch zwei Komponentenpakete. Da steht noch eine Yucca-Palme, die leuchtet nicht an. Sehr schön. Also ich bin tatsächlich ein bisschen blind. Da springen wir einfach mal darüber. Und dann da hoch. Und dann sind wir wieder hier. Also da sind wir schon gewesen. Da sind Komponenten. Ui, Jesus. Oh, das würde ich gerne auch noch mitnehmen, das Viech. Weil wenn es einmal hier lang läuft, ne? Nehmen wir gleich eine Haut mit. Oh. Also ganz ehrlich. Das war ein besserer Purzelbaum, als ich jemals gekonnt habe. Also, sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. So, jetzt haben wir 3 von 4. Meine Augen passen sich an die Dunkelheit an. Und mein Herz an die Herausforderungen dieser Welt. Bisschen ganz toller. Nichts passiert. Mir geht's gut. Keine Sorgen. Macht euch keine Sorge. So, das muss hier unten irgendwo lang gebautzelt sein. Oder haben wir noch so ein Vieh? Ah, okay. Aber wo ist jetzt mein Purzelbaumreh? Das war da hier irgendwo, oder? Meine, ich will es nicht verschwenden. Das ist jetzt mein Problem. Muss da hier irgendwo runtergepurzelt sein. Was war hier? Nee, hier liegt kein Purzelbaumreh. Aber hier können wir noch was reden. Ich würde alles geben für eine einzige Hallo, Ma'am. Ich habe Geschichten über einen wilden Eber namens Horatio gehört. Anscheinend mag das Schwein nichts mehr als zu kämpfen. Ich frage mich, ob du seine Familie überzeugen könntest, ihn dir für eine Weile auszuleihen. Horatio. Okay. Das scheint ja irgendwie... Horatio, Nebenmission. Das ist bestimmt wie Timber neben Mission. Es gibt da scheinbar auch Tiere irgendwie, die man dann befehligen können. Aber gut. So, das Purzelbaumreh ist weg. Man darf die wilden Tiere nicht vergessen, die eine Nacht da draußen umgehen. Das habe ich erschossen, oder? Das war das. Ja, das war das andere, was ich erschossen habe. Ja gut, nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm. Das passiert. Ich habe eigentlich von da drüben hier rüber geschossen. Naja, egal. Ich will immer noch meine Komponenten haben. Weil ansonsten habe ich hier nämlich kein Häkchen dran. Und kein Häkchen bedeutet für mich, ich bin hier nicht fertig. Sind wir da oben schon gewesen? Ja, da oben sind wir schon gewesen. Wirklich, je nach Tagesform. Aber ich gucke mich hier oben nochmal um, weil da habe ich besseren Blick über die
Situation. Da drüben ist noch eine Hütte. Ich glaube, hier drüben ist noch eine Hütte. Da gucken wir mal, ob das nicht auch mit dazugehört. Achso, die Hütte ist zugehütet. Jedes Mal. Aber die laufen weg. Die haben sich's verdient. Die haben nämlich geschnallt, worum es hier geht. Nämlich um Mord und Totschlag. Schade, dass mein LKW kein Pferdchen ist. Das im Suchgebiet. Richte das Objekt am Ziel aus. Zu Hause. Ich würde alles geben für eine einzige Erinnerung daran, wie das wohl mal war. Nee. Niemals. Niemals. Das Haus sieht doch ganz anders aus. Eigenartig, wie wunderschön und gleichzeitig furchtbar es ist, die Herzen. Je nach Tages. Niemals, Leute. Ah, hier. Oh, jetzt habt ihr auch solche LKWs, oder was? Bleib auf der Hut. Fein voraus. Jetzt habt ihr auch solche LKWs. Jetzt, kaum habe ich LKWs, ne? Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. Tracys Reisen. In den ersten Tagen hatte ich gedacht, ich wäre über alle erhaben. Am Anfang zumindest. Ich wäre ein paar Wochen bei der Sekte, bis ich eines Tages Nick und Kim im Hope County traf. Wie sie mich anguckten, als wäre mein Hund gerade gestorben oder so. Nett, aber so voller Mitleid. Und ich hatte wirklich gedacht, ich hätte bei der Sekte meinen Platz in der Welt gefunden. Aber die Rice ließen mich erstmals wieder daran zweifeln. Als sie aus ihrem Bunker stiegen, wollten sie wieder in ihr Haus einziehen. Meiner Meinung nach ziemlich dumm. Man kann doch nicht erwarten, ein Haus nach 10 Jahren und 1000 Bomben noch im guten Zustand vorzufinden. Vermutlich wollten sie Carmina in Ruhe und Frieden aufziehen, aber die Zwillinge haben ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, als sie Nick entführt und die anderen vertrieben haben. Das haben sie nicht verdient, aber ich könnte gar nicht sagen, wer heutzutage überhaupt irgendwas verdient. Wahre Worte. Das haben wir gemacht. Und kriegen dadurch einen Vorteilspunkt. Und da können wir gleich mal Lucky Lucky machen. Was wir eigentlich alles noch so kaufen können für unsere Vorteilspunkte. Aber diese Komponenten, Leute. Diese Komponenten. Wo sind diese Komponenten? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wo haben sie diese Komponenten versteckt? Ich meine, dass ich blind wie ein Fisch bin, das ist mir schon klar. Aber... es kann doch nicht so schlimm sein, diese Komponenten zu finden. Die müssen doch irgendwo rumliegen. So klein sind die doch gar nicht. Okay, ich finde es sehr, sehr, sehr schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin zu blöd. Wir können da drüben nochmal kurz gucken. Da stehen sie. Das Reh hat's gefunden für mich. Und da haben wir sie, die Komponenten. Haben wir sie nicht. Nein, das gehört nicht dazu. Ach Mann, Leute. Warum nicht? Warum tut ihr mir das an? Ich dachte, das gehört mit dazu hier. Was glitzert da?
Jetzt habe ich's. Oh mein Gott. Direkt vorm LKW. Judy! Haben wir das geschafft? Auf geht's zum Pastor. Markieren wir uns doch bitte mal den Weg. Ja, das ist... Ja, biegen jetzt hier rechts ab. Wir holen kurz Kamina ab. Kamina? Kamina! Ich werde hier fertig gemacht! Komm, lass mich dann danach. Mit einer Hand, ich weiß. Kamina? Ich bin noch unterwegs. Ach komm, nein. Ich kann nicht viel mehr einschätzen. Mach das nicht doch mal! Na, jetzt habe ich Jackpot. Jetzt habe ich den Jackpot. Ach kommt, Leute, ihr seid doch blöd. Ihr seid doch so blöd. Also... Okay, jetzt ist das Auto auch schon wieder despawned. Einmal nicht hingeguckt, ist das Auto weg. Oh, Wildschwein, Wildschwein. 2 Sterne, Wildschwein. Nehmen wir doch mit. So, Kamina, ich hoffe, du kommst gleich wieder. Weil ich laufe jetzt nämlich sonst alleine weiter. Du bist einfach nur doof, weißt du das? Sag mal, spielst du gerne im Dreck? Das war ziemlich knapp. Ja, komm hier. Okay, geh du vor. Ja. Sorry, geht nicht. Ja, geht nicht. Einfach mal Füße heben. Na gut. Jetzt 360 Meter laufen. Oh, Achtung, gefährliche U-Bahn. Wir brauchen ein Auto. Wir brauchen was Fahrbares. Da ist mein LKW, der ist unglücklich eingeparkt. Weggelasert. Weggelasert. Oh, yes, es. Aber schön die Haut auf einem Haufen. Also ich bin glücklich. So muss das gehen. So muss das gehen. Aber wo ist das dritte Schwein? Den habe ich schon, den habe ich auch schon, den habe ich auch schon. Wo ist das vierte Schwein? Hallo? Ich finde diese Schweine immer nicht. Gut. Sistanche. Ich brauche ein Auto. Irgendwo muss hier doch ein Auto sein. Wir machen das jetzt folgendermaßen, wir entlassen sie kurz. Pass gut auf dich auf. Damit die hier despawnen, damit ich es wiederholen kann, weil so funktioniert das jetzt nun auch nicht. Oh ja. Den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Den habe ich. Wen habe ich denn jetzt schon wieder getroffen? Ach Leute. Es tut mir leid, habe ich nicht gesehen, aber... Was hast du denn da? Der hat eine Schrot hier im Maul gehabt. Oh, 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 oh.
der gerade den... Nee, hat er nicht. Hab ich dich, Arschloch! Okay, sehr schön. Der hat den schön hinten reingerauscht. Blaues Auto, Freund. Das habe ich schon gelernt, Leute. Blaues Auto, gleich Freund. So, jetzt haben wir hier vorne noch... irgendwo den Wolf. Wolfi? Wolfi? Put, 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 put. Wolfi? Ach komm, Leute, das ist doch nicht schön. Aber wir haben den LKW fast versiebt. Und bevor der wieder despawnt, werden wir diesen jetzt plündern. Ah? Hm? Interagieren. Aha. Ja. Okay. Lohnt sich aber auch, ja? Titan, Komponenten, Titan. Wunderbar. Guten Tag. Ach, ihr seid... Ach, kommt, Leute. Lasst bitte einfach mal eine freie Sekunde Zeit. Ja, so. Aber ihr habt mir die Autos gebracht, die ich jetzt nicht mehr brauche. Weil der Weg zum Pastor wird fortgesetzt in der nächsten Folge. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Tag und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.